Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dougie LP. Und ich begrüße euch heute zu einer Folge, wo wir einiges vor uns haben. Denn ein Blick auf unsere Aufgabenliste verrät uns, dass wir immer noch nach der Pfeilspitze suchen müssen, die ja eigentlich den Zentauren bzw. Torfus gehört, damit der gute Kerl uns hoffentlich demnächst mal helfen wird. Ich hoffe ja sehr, dass das klappt. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Und wir haben noch zwei Lektionen, die ich auch schon im Off vorbereitet habe. Und zwar einmal der Aufpäppeltrank und die Faultierrolle. Und der ein oder andere, der sich ja schon mit diesem Let's Play ein bisschen besser auskennt, dürfte jetzt wissen, dass ich mit dem Aufpäppeltrank anfange, weil ich hier schon direkt im Kerker bin. Und ja, würde ich sagen, Leute, nicht lange quatschen. Wir gehen mal rein und gucken, was wir jetzt als erstes machen müssen. Los geht's! So, hier stehen auf jeden Fall wieder einige Schüler, die nicht mit mir reden wollen, zur Abwechslung mal. Das ist ja auch nicht so häufig der Fall. Hallo Professor Snape, warum will niemand mit mir reden? Hatschi! Ich hab mir eine lästige, Gebrechen zugezogen. Die Grippe. Nur ein Wort. Hatschi! Nur ein Wort hiervon zu irgendjemanden und ich ziehe ihrem Haus 500 Punkte ab. Okay, Snape, alles klar, kein Problem, ich halte mich zurück. Praktischerweise werden wir im heutigen Unterricht den Aufpäppeltrank brauen, der dafür bekannt ist, meine Symptome zu lindern. Fangen wir an. Ja, was für ein Zufall, dass wir ausgerechnet heute diesen Trank brauen, wenn ausgerechnet Severus Snape genau ausgerechnet an diesem Tag krank ist. Also das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Los geht's, Leute. Ja, achso, wir müssen den ja nochmal anklicken. Jetzt aber. Los geht's, Leute. Aufpäppeltrank-Vortrag. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der uns was erzählen will. Der Aufpäppeltrank hat eine lange, hatschi, bewegte Geschichte seit dem 12. Jahrhundert. Schreiben Sie mit. Oh Mann, ey. Ja, okay. Also, wir haben einen kranken Snape vor uns. Das ist nicht so toll, weil ich will mich ehrlich gesagt nicht anstecken. Weil, nun ja, ist halt doof, ne, wenn man sich ansteckt. Ich bin ja momentan auch wieder ein bisschen erkältet. Momentan geht es bei mir einfach total, also es sind nie schlimme Sachen, die ich bekomme, aber ich habe momentan das Glück, dass ich einfach ständig betroffen bin. Ist nervig, aber was soll man machen, Leute? Naja, zumindest muss ich nicht niesen, das ist schon mal etwas. Jetzt schauen wir mal, wer aufgepasst hat. Frage beantworten. Der Aufpäppeltrank wurde aus dem Heilmittel von welchem Zauberer aus dem 12. Jahrhundert entwickelt? Das ist mal eine interessante und nicht ganz so einfache Frage, Snape. Also vielen Dank für diese erste, ja, Frage, wo ich am Überlegen bin. Also, bis auf Linfried von Stinchbombe sagt mir jeder Name etwas. Durch meine Videos. Wilfried Elpig habe ich auf jeden Fall schon was von gehört. Und Goodwin Knien hatte ich sogar letztens in einem geskripteten Video, was ich gemacht habe. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Zusammenhang die vorgekommen ist. Aber das war nicht der Aufpäppeltrank, das wüsste ich. Ich nehme mal den hier. Deswegen wusste ich es nicht, weil es war Linfried. Ja, okay, alles klar. Das war der einzige, wo ich nicht wusste, ob es den wirklich gibt, beziehungsweise was der gemacht hat. Bei den anderen beiden wusste ich, dass es die gibt und hatte die auch irgendwie auf dem Schirm, aber naja. War jetzt nicht so toll. Kommen Sie an meinen Tisch und sehen Sie zu, wie ich mit Nabelhöhlen Kopfschmerzen einen Aufpäppeltrank braue. Ja, nur mich bitte nicht anniesen, Snape. Das wäre so mein einziger Wunsch bei der ganzen Geschichte. Das wäre echt knorke, wenn du dich da zusammenreißen könntest. So, berühren. Snapes Rat beachten. So. Ah, da unten stand's gerade. Ich war nur zu schnell und hab's wieder übersprungen. Linfried, der Gründer, heißt er eigentlich. Warum überhaupt heißt der Gründer? Er hieß doch vorhin Stitchbomb. War das die Übersetzung von... Nee. Jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich wieder mit meinen Englischkünsten, aber okay. Passen Sie auf, Granger. Ihre Konzentration darf nicht mal für eine Sekunde nachlassen. Konzentrieren. Ja, Snape, ich werde mich ja bemühen. Ich will ja selber hier erfolgreich sein, weißt du? Oh, das war knapp. Das war knapp, aber zumindest haben wir jetzt nicht gefällt. Ich glaube, nochmal eine schlechte Aktion, wo wir nicht hervorragend schaffen. Das wird der gute Kerl mir, glaube ich, nicht verzeihen, oder? Manfred, was sagst du? Wird er mir das verzeihen? Nee, ne? Nee, denke ich auch nicht. Manfred, hier bist du wieder in der Folge. So, sehr gut. Ja, Leute, ihr kennt das ja. Ich muss ihn immer mal wieder zeigen, sonst haut er mich. Lass uns nach den Zutaten für unseren Aufpäppeltrank suchen, während Snape seine Nase schneuzt. Du bist so lustig, Rowan, nicht? Mann, ey. Und lasst mich raten, danach will er wieder, dass wir Lumos zaubern, weil er selber zu unfähig dafür ist. Woher ich das weiß? Keine Ahnung, Leute. Habe ich mal so irgendwie mitbekommen, dass er das ab und zu mal fragt. Ab und zu, ne?
Ja. Oh, was nehmen wir denn hier? Ich wäre für die Wissenspunkte, weil ein Edelstein ist jetzt auch nicht so das Grüne vom Ei. Ah. Oder das Geilste vom Ei, oder wie auch immer. Es ist zu dunkel, um die Etiketten auf den Gläsern zu lesen. Verwende Lumos, um besser zu sehen. Lumos zaubern. Ja, Leute, was habe ich gerade gesagt? Also, Rowan, du bist ein hoffnungsloser Fall. Wir sind fast mit dem 4. Schuljahr fertig. Also, die Hälfte haben wir schon. Und der gute Kerl kann immer noch kein Lumos. Was ist los bei dem? Das war das Erste, was wir in Hogwarts gelernt haben im 1. Schuljahr. Oder er ist einfach wirklich zu faul und lässt mich alles machen. Ich meine, ich muss ihn ja auch ständig so Spickzettel rüberreichen. Ja. Psst, Daniel, kannst du dir vorstellen, dass Snape erkältet ist? Ja, also Menschen können sich mal erkälten, Rowan. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist so. Ja, ist vielleicht jetzt eine ganz neue Info für dich, aber ich gebe sie dir gerne, kein Problem. So, vielleicht schaffen wir das wirklich mit den vorhandenen Energiepunkten, diese Aufgabe zu meistern. Das wäre mir persönlich ein großes Blumenpflücken. In Ordnung, Daniel. Ich habe eine Frage an dich. Frage beantworten. Welcher Zaubertrank würde Rowan helfen, sich besser zu fühlen? Heißt das Rowan? Ich habe das gerade interpretiert, Leute. Ja, muss ja. Auf Peppeltrank, Wachtrank, Schlafmittel. Wenn das wirklich Rowan heißen soll, dann... sich besser zu fühlen? Ich verstehe die Frage gerade nicht. Soll da wirklich Rowan stehen? Ja, Rowan, ich weiß nicht, welcher Zaubertrank der... Wachtrank, würde ich sagen, damit er mehr lernen kann, oder? Weil ich meine, er ist ja so eine Bücherratte und da muss man ja wach sein. Schlafmittel wahrscheinlich nicht. Oder aufpäppelt. Ich nehme mal den Wachtrank, Leute. Okay, es wäre der Aufpeppel. Mann, ey, ich fail in diesem Unterricht viel zu sehr. Aber zumindest guckt mich jetzt Snape nicht böse an, sondern Rowan und das ist mir egal. Ja, oder ich gucke mich selber böse an. Oh, er ist enttäuscht. Das freut mich. Fertigstellen des Zaubertranks, Aufpeppeltranks vorbereiten. Glotzen Sie nicht so mit vorgetäuschtem Mitleid. Ich habe Halsschmerzen und Sie müssen Ihre Aufpeppeltränke sofort fertigstellen. Oh, das ist die erste Folge, wo ich meinen Husten sinnvoll hätte einsetzen können. Daniel, warum musst du jetzt nicht husten? Was ist los bei dir? Mann, mein Körper kann noch nie funktionieren. So, die letzten Energiepunkte hauen wir jetzt drauf. Wie viele haben wir noch? 3. Okay, nee, das sind 5, das ist mir zu viel. Nehmen wir nochmal die 2 hier mit. Ja, das wird ganz knapp nicht reichen, Leute. Das ist ja echt mal wieder super toll. Ah, okay. Aber da wir danach sowieso noch was machen wollen, kann ich mir direkt gönnen, Leute. Kein Problem. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir hier die 5 und dann haben wir die Aufgabe geschafft und kriegen ja die Überschüssigen auch wieder zurück. So. Und wir hätten 4 gebraucht, glaube ich. Und wieder Empathie, sehr cool. So, damit haben wir die Aufgabe gemeistert. Mit diesem Aufpäppeltrank wird sich Professor Snape besser fühlen. Fertigstellen. Ja, ich weiß nicht, ob es dann mein größtes Anliegen sein sollte, dass dieser Aufpäppeltrank fertig wird, weil... Was hat Snape denn jemals für uns getan? Also außer uns mal so richtig viele Hauspunkte zu geben. Er hat uns schon häufige Hauspunkte gegeben, fällt mir gerade ein. Für Hufflepuff. Also ganz unfair war er ja nicht. Ne? Also nicht immer zumindest. Außer als Harry Potter auf der Schule war. Da war es dann natürlich was anderes. Aber das waren ja natürlich persönliche Anliegen. Ich meine, ein Lehrer, der bei dem kommen natürlich persönliche Anliegen auch viel mehr zum Tragen als, ja, ne? So, einsammeln. Dieser Moment, wenn Daniel einfach nur noch Schwachsinn redet, merkt, dass er Schwachsinn redet und dann den Satz einfach in der Mitte aufhört. Das ist immer so gut, Leute. So, einmal rausspaziert. Und ja, ey Murphy, wie geht es dir denn eigentlich? Na, die Katze ist auf jeden Fall sehr glücklich, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Und, wir können die 1500 Münzen abholen. Einsammeln, sehr gut. Dann sind wir jetzt bei 5000 Münzen, das heißt, wir können bald wieder cashen. Und ich würde ja noch gerne die Frisur freischalten, aber ich glaube, das wird eng, weil wir haben nur noch einen Tag und 7 Stunden. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, aber Leute, wir haben den Aufpäppeltrank geschafft und jetzt würde ich gerne noch nach der Pfeilspitze suchen. Dafür müssen wir in Filchs Büro und ich hoffe mal, das klappt auch alles soweit. Ich weiß es noch nicht so genau, deswegen los geht's. So, da ist Filchs Büro und ja, dann gehen wir mal rein. Oh, und da ist wieder der kleine süße Niffler. Ich finde ihn ja so cute, Leute. Sorry, dass ich jedes Mal bei jeder Folge einen Fangirl-Anfall bekomme. Aber ich finde die Dinger so geil. Wenn sie nicht so gefährlich wären, also dass sie Häuser zum Einsturz bringen könnten, dann würde ich mir wahrscheinlich im Real Life auch gerne einhalten. Es gibt ja wirklich Real Life-Tiere, die so aussehen wie Niffler. Ich glaube, Ameisen, Nasenbär oder so. Irgendwie.
ich, irgendwie so. Und, ja, könnt ihr ja mal googeln. Hallo, Niffler. Man sollte meinen, dass Mr. Filch es etwas schwerer machen würde, Alohomora zu verwenden, um die Tür mit zu seinem Büro zu öffnen. Das hat er doch letztes Mal auch schon gesagt, als er... Als er dieses andere Ding da... Egal. Ja, ich nehme an, er ist nicht so clever. Beeil dich lieber, ich sehe nach, ob die Pfeilspitze irgendwo hier vergraben ist. Ja, willst du jetzt Filchs Büro umflügen, Daniel, oder was? Ja, das denkt er sich jetzt wahrscheinlich auch. Was ist los bei dem? Ist der komplett ballerballer? Ernsthaft? Ich soll wirklich wieder als erstes suchen? Ey, dieser Niffler ist echt überhaupt nicht zu gebrauchen, ne? Außer natürlich am Ende, wenn er dann anfängt zu suchen und ich mir hätte alles sparen können. Ich denke, du kommandierst Leute einfach gerne herum. Tick, tick, schnapp, schnapp. Oh, das ist so süß. Oh, ich krieg... Oh. Das ist so süß, Leute. Guckt euch diesen süßen Niffler an, wie der da tanzt. Das ist so unfassbar süß. Oh, es tut mir leid, Leute. Ich kann manchmal nicht so an mir halten. Guckt euch diesen Niffler an. Der ist ja so unfassbar cute. Okay, ja, also er scheint mich tatsächlich gerne herumzukommandieren. Ich glaube, das sollte uns das auf jeden Fall deutlich machen. Du bist tatsächlich der Niffler von Madame Ragpick? Das war eine Aussage. Du bist tatsächlich der Niffler von Madame Ragpick. Ja, nicht eine Frage, Daniel. Okay, los geht's, Leute. 3 Stunden, ja, kriegen wir hin. Müsste sogar mit den Energiepunkten, die ich noch habe, genau ausreichend sein, weil ich glaube, ich habe vorhin die 3-Stunden-Aufgabe in Snapes Klassenzimmer auch mit einer derart großen Anzahl von Energiepunkten geschafft. Oder zumindest knapp davor. Mal sehen, ob wir es schaffen, Leute. Ich hoffe ja sehr. Aber wir müssen ja auch beim letzten Stern wieder ein bisschen effizient bleiben, weil, ne, sonst gehen die wieder flöten und das ist nicht so cool. So, der Niffler macht mal wieder überhaupt nichts. Der guckt sich wie blöd um und reibt sich die Pfoten. Alles klar, ich hoffe mal, das ist so der erste Move, um eben, ja, das zu finden, was wir finden müssen. Ich hoffe es sehr. Naja, so, hier nochmal den Bücher, den Papierstapel durchsuchen. Ja. Hm. Aber jetzt sieht man zum Beispiel, Leute, das sind ja hier die Regale, wo er die ganzen Fehlschritte der Schüler dokumentiert hat. Und wir wissen ja aus den Harry Potter Büchern, dass Fred und George Weasley ihre eigene Schublade haben. Was kein anderer Schüler hat, weil die beiden so viel Blödsinn gebaut haben später. Und wenn ich mir jetzt so die Schubladen hier angucke, da passen bestimmt einige Ordner rein. Also in 7 Jahren haben Fred und George echt einiges auf die Beine gestellt, wenn sie es wirklich geschafft haben, so eine ganze Schublade mit ihren Unsitten zu füllen. Aber naja, wir kennen ja Fred und George, also wundern sollte uns das jetzt auch nicht unbedingt. So, 2 oder 3 bräuchte ich. Ja, dann nehme ich halt die 3 hier, aber dann haben wir es auf jeden Fall. So, sehr gut. Und dafür gibt es auch nochmal Münzen. Cool. Nichts. Ich glaube nicht, dass die Pfeilspitze hier ist. Schick, schnick, schnurr, schnurr, schnurr. Mach doch und such selbst, sei ein Angeber. Ja, ja, doch, sei ein Angeber, war richtig. Jetzt sucht er wieder, ach, der ist so süß, oh mein Gott. Oh, habt ihr das gesehen? Er hat einen Putz, oh Gott. Es ist so einfach, mich glücklich zu machen, Leute. Das ist leider manchmal sogar zu einfach, glaube ich. Die Hogwarts Mystery Macher müssten einfach nur so eine Szene 10 Stunden einblenden, das wäre super. Was ist das? Ist das die Fallspitze? Das ist die Fallspitze. Nee, ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schlüssel. Madame Ragpick? Oh je. Madame Ragpick! Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich mich selbst hineingebeten habe. Mr. Filch sollte es etwas schwerer machen, Alohomora zu verwenden, um die Tür zu seinem Büro zu öffnen. Irgendwie sagt das jeder, der hier drin ist. Keine Sorge, er wird nicht hineinplatzen. Ich habe ihn abgelenkt, genau wie Sie es wollten. Okay, ja, wird sie mir jetzt den Schlüssel wegnehmen oder wird sie ihn mir überlassen? Das ist jetzt die große Frage, Leute. Gib mir den Schlüssel, Sickleworth. Okay, damit haben wir die Frage beantwortet. Schnick, schnick, schnurf! Jetzt! Oh Mann, der Kleine ist so niedlich. Er ist wunderschön, nicht wahr? Was ist da drauf? Dianthuskraut, wenn ich mich nicht irre. Ich habe sehr lange nach diesem Schlüssel gesucht. Ich dachte mir, dass er hier sein würde. Toll, also hat sie mich ausgenutzt. Sie haben nie vermutet, dass die Pfeilspitze hier sein würde, oder? Sie haben uns nur hierher geschickt, um diesen Schlüssel zu finden. Ich konnte es nicht riskieren, ohne Grund in Mr. Filchs Büro zu gehen.
Jetzt kann ich sagen, dass ich nur einem rebellischen Schüler gefolgt bin. Sie haben mich ausgetrickst. Stimmt, genauso wie sie Mr. Filch und viele andere ausgetrickst haben. Es wird mir wieder einmal bewusst, wie ähnlich wir einander sind, Mr. Granger. Deswegen werde ich es Ihnen erlauben, sich weiterhin meinen Niffler auszuleihen. Viel Glück bei der Suche nach der Fallspitze des Zentauren. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss mich selbst auf eine Suche begeben. Alles klar. Ja, immerhin haben wir den Niffler jetzt bekommen. Ich repariere lieber diese Schublade, damit keiner merkt, dass wir hier waren. Ja, wie jedes Mal, Leute. Mann, ey, jetzt hat sie mir einfach den Schlüssel weggenommen. Der sah auch aus wie eine Fallspitze, oder täusche ich mich da? Nicht, dass er jetzt die Fallspitze war und sie hat es als Schlüssel identifiziert. Naja, Reparo. Lass uns gehen, Sickleworth. Wir müssen diese Fallspitze finden. Ja, Leute, das müssen wir tatsächlich. Und ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Weil, ja, wird sonst blöd, ne? Jetzt hätten wir noch hier die Faultierrolle. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir dann nächste Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht so sehr gefällt. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Aber natürlich ist auch Lob sehr gerne gesehen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Seid auf jeden Fall am Start. Es wird sich bestimmt lohnen, je nachdem, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Und ja, in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!